Hast du zum Glück noch was Weißbrot. Genau. Oh Gott. Na, da geht's nicht weiter. Ich finde das irgendwie so niedlich, diese Kämpfe. Sehr schön. Was ist da hinten? Also, ich muss so gehen, so eine Tote. Gehen wir da, kannst du da hingehen? Wie soll ich da hingehen können? Hä? Sagen wir das so bitte. Weiß ich nicht. Er kann sein Chakra nicht bündeln über Wasser gehen, keine Ahnung. Ach, verdammt. Geht da nicht. Komm schon! Ich finde das ganz besonders unglaublich einfach, wenn man dann drei Leute hat, die hier mitkämpfen und ich bloß alleine kämpfen muss. Das sowieso. Ah, oh, cool, eine Schlange. Yay. Falsche Schlange. Quellwasser. Im Übrigen, wir können uns das Schwert und das Schild leisten. Schön, gut zu wissen. Mhm. Ich glaube, jetzt nicht nochmal rausgehen. Nee, ich meine nur, dass wenn wir dann draußen sind, dass du es dann fühlen kannst. Obwohl, eigentlich, wir sind jetzt noch gerade am Anfang. Oh, nee, das ist noch nicht so viel. Schön. Hat einen Mund. Du Feigling! Hey, von da hinten komme ich doch, oder? Ja. No, würd schon denken. Schon mal gegen zwiesische falsche Schlangen kämpfen, ey. Ordentlicher Fahrsbrüder. Da ist eine Tür.
Yoshi, ganbaro! Ike! Nachdem du auch noch geschnitten hast, gesehen? Ja, so ist auch das. Er schneidet halt kleinen mechanischen Hals und gar nicht mal Ohren ab. Wie gemein. Gegen Gift. Yoshi, ganbaro! Ike! Lass mich nicht, Elevage. Nein! Das ist eine verdammte Scheiße. Haben wir jetzt noch genug Geld? Weiß ich nicht, guck mal nach. 242, ja. Ja. Für Schild und Schwert reicht das. Okay, dann gehen wir jetzt kurz shoppen, holen Schild und Schwert und gehen dann wieder rein. So eine verdammte Scheiße, ey. Unsere Gefährten sind ja doch noch etwas schwachbrüstig. Ich denke mal, wenn wir den kleinen Ortes mal ein bisschen hochpushen noch. Vielleicht nehme ich jetzt ein fettes Schwert. Nee, plus 1 bringt mir so viel. Und noch ein fettes Schild. Ja, dieser Reißer bringt halt einen Angriff plus 1, das ist halt für 200 nix. Nö, ist es doch nicht. Das, wenn du das Zeug kaufen kannst, wärst du damit eindecken, ey. Ja, du hast gesehen, du kannst pro Vieh nur 10. Ja, das geht ja nur wieder weg. Das ist halt, bis die satt sind. Das geht ja nur wieder weg. Ach ja, stimmt. Hast du gesehen, wie ich gerade an den Vier jetzt vorbeigerannt bin? Ganz toll. Scheiße. Das wird nichts. Ja, mal gucken, ob es die 6 Angriffspunkte bringen bei Ordes. Müssen eigentlich. Oh, oh, oh. Ja, das läuft doch jetzt. Ja. Also Leute, als kleinen Tipp, Schwert und Schild kurz vor dem. Sieht das aus und verändert sich nicht. Ja, schade. Ja, stimmt, 5, den wir sofort einsetzen können, ne? Wir können ja mal kurz gucken, was sich dann Luca entwickeln könnte.
Du musst zu den Bestien, glaube ich, oder? Ich glaube ja. Nee, sorry. Hier. Da. Das ist Loco, der Laffe. Du dann zum Maulaffe. Und der kann dann zu Giraffe oder Lackaffe werden. Ah, oh, hm. Bei Loco wird das wieder der Lackaffe werden. Guck doch mal, was die können. Sternchen, Donnerschlag, Köder und Meer. Göttlicher Glanz, gleißendes Licht, Wachmacher und Meer. Hm. Bin ich doch für den göttlichen Glanz und das gleißende Licht. Also den Lackaffen. Genau. Außer passt das zu Loco. Yosh, kambaro! Ike! Scheiße, also ganz schön rein bei dem Meer. Ah, kannst du sehen, was so ein Scheißschwert und so ein Scheißschild ausrichten? Ne, das ist eigentlich plus 6, das ist eigentlich nur mal 4. Mit der 23, das wird so plus 3 ankommen. Plus 3 Verteidigung. Sehr schön. Ja, stimmt, ich werde wohl. Genauigkeit 32, ey. Ich werde wohl eher so zu so einem Attacker entwickeln, ja. Ja, alles andere wäre sinnlos. Oh, eine falsche Schlange. Makinayo! Das mit Loco einsetzen ist zwar schön und gut, aber ich brauche bei dem halt auch erstmal noch ein paar Sachen. Ja, ich will. Ich will jetzt erstmal Geld fahren. Warum pepple ich Loco so mit Artis mit? Nein, klar. Ich bin gespannt, wann du Leute deine Party kriegst, die diese Viecher quasi bekehren können. Relativ zeitig ist das nicht passiert. Ich wusste schon Stufe 7. Oder auch schon Stufe 6. Ich weiß es gar nicht mehr. Darum bin ich nämlich vor uns die Schusche Tür gegangen. Wegen einem Gegengift. Yay. Man weiß nie, wann man es gebrauchen kann. Fein spawnen die scheiß Fischer schon wieder, ey. Makinayo! Wieder Frosch einfach mal auf die Quatschen. Ne, irgendwie schon. Du musst da schon dran. Und die Spielrolle drauf. Genau, und die große Spielrolle, ja. Oh, boah, das hat langsam drauf, also ich warte Schild im Leben getan, du. Ja, auf jeden Fall. Makinayo! Oh, Loco! Und das ohne irgendein Item, ne? Loco, Loco! Du Schlingel, du wirst ganz schön gut. Pudding! Aber geil, das war bestimmt eine Vanille-Pudding. Na, nee, echt jetzt? Es gibt auch Schokopudding, das würdest du wissen.
doch mal an. Ach ja. Gott, ein Rätsel, das war gerade so schwer. Weil wenn du dir sagst, dass das Feuer angemacht werden sollte. Na, gerade bei so schon einzelnen Gegnern war ich jetzt wohl auch das Moment Loco kämpfen. Das sind auch keine einzelnen. Scheiße. Smash! Loco kämpft viel mit seinem Schwanz, fällt mir auf. Der ist sehr schwanzfixiert. Ich weiß schon, warum ich meine Vertrauten so nenne wie meine Leute. Hättest du ihn denn nicht ein Biest nennen sollen? Nee, für Biest ja schon was überlegt, weil dann Biest ist. Echt? Ja. Sag's mir dann. Nein, ich bin so kaputt. Wieso hast du Gegengift? Wir müssen bloß nur wissen, ob das Gift auf Nockenkampf aktiv bleibt oder nicht. Bestimmt oben, ja, nee. Keine Ahnung. Sieht nicht doch noch aus. Fuck, schon vorbei rennen. Mist! Ist nicht. Yosh, gambaro! So, machen wir dann den Dungeon noch zu Ende hier und dann. Schluss für die Episode. Beziehungsweise gucken wir mal, ob wir dann noch einen Zauberstab kriegen. Ich glaube, Schluss. Also für die Episode, aber halt für die Aufnahme-Session jetzt. Okay, dann mal gucken, bevor wir zum Boss gehen. Das muss ich schön verfüttern können. Mhm. Aber wir haben jetzt wieder einige Sachen gekriegt. Deswegen. Das ist bestimmt so einen fetten Maus-Boss-Gegner, ey. Ratte der Verdammnis oder so. Aber das muss auch schon rangehen, ne? Hast du gesehen? Wie ich die weggeschleudert hab, ey. Immer ins Gesicht gestochen und schon weggeschleudert. Ist ziemlich brutales Spiel. Ja, ne, also es ist gar nichts für Kinder. Für Kinder ist es nur geeignet, ey. Die werden Augen ausgestochen, Ohren abgeschnitten. Okay, das sieht mal ganz nach Bossgegner aus. Da gucken wir doch mal. Pudding. Macht Verteidigung. Magischer Angriff, haben wir noch keinen? Gehen wir doch mal aus Pudding, hä? Oh, es hat Verteidigung 27 und hat Verteidigung 20. Ne, gemacht bei dem Pudding. Ja. Aber Loco scheint Schokolade noch. Der scheint Pudding nicht so zu mögen wie Schokolade. Also, wie alt ist Schokolade jetzt so gesehen? Weil der ging ja übelst ab, als er Schokolade gekriegt hat. Yosh, gambaro! Ike! Oh, hast du dem das Zeug für die Blindheit gegeben hast, ging der übelst ab. Da ist halt ein Klopfersack. Sorry!
Vergiss mal Auto zu putzen. Guck mal, was der da macht. Nö, nee, bloß einen halben Level. Also. Oh, das ist wie Schokolade. Und das in rauen Mengen. Ja, aber wieso schon so schnell von der Insel, von dem Ding zum anderen kommen? Keine Ahnung, was war das? Auf jeden Fall brauchst du einen anderen Weg. Bingo. Na, du musst nee, zurück, du musst was hinten anfangen, hinten dann anfangen, hier dann das da und dann das am Anfang anziehen. Das müsste funktionieren. Auf, muss man. Nicht jetzt Schlange. Bist du? Und keine Mana mehr, toll. Vor allem nicht jetzt Schlange. Josh, Gambaro! Ike! Vielleicht kann der Mana rausklopfen aus der Schlange. Nein, das Gute ist, wenn du merkst, dass die andere vorbereiten, kannst du abbrechen und wegrennen. Das wäre ein schaffes Problem zu machen. Würde ich mal einiges an Schaden noch sparen, denke ich mal. Denke ich auch. Muss ich dir jetzt ein bisschen sagen. Oh, ist ja gut, Mann. Das sind bestimmt aber die Maus des Taros, ey. Ich mag das schon. Oh Gott. Ein Landturm. Oh, ein hässliches Landton. Josh, Gambaro! Ike! Oh, ich hab keine MP mehr. Du hast drei. Klingt ja ein bisschen rumgefallen. So ganz schön schwach. Oh, 15 EP kriegst du dafür. Schokolade! Yeah. Wenn man sich über Schokolade freuen kann, ne? Das Schlimme ist, wenn du Hunger hast und du spielst dieses Spiel und du kriegst andere und irgendwelche Süßigkeiten. Oder auch Sandwiches. Ja. Das ist schon. Oh, du Hunger. Makenaio! Nein! Vorsicht!
Ich glaube, du sollst erstmal einen Weißbrot zu dir nehmen. Lass mich nicht. Ach, 20 in Vigilisisch. Das kann sein.